Was ist los? Ach, nichts. Du-bidu-bidu-bidu-bidu. Pah! Ja, hallo und heidi-ho, meine Lieben. Hier ist die Mathilde. Mal in einem Versuch, den Kanal von Heinrich ein bisschen zu unterwandern. Mit dem Point-and-Click-Adventure Edna bricht aus von Dedelic. Es ist ein deutsches Spiel. Ich hoffe, die Auflösung ist für euch erträglich. Ich habe jetzt das Spiel mal so gestartet, dass die Entwicklerkommentare mit ansehen. Das sieht man hier oben in der Ecke. Das ist der gute Pokey, der das entwickelt hat. Wir werden uns die nicht alle anhören. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt oder einfach mal aus Interesse hier reingeschaut hat. Ja, also die Kommentare von Pokey sind auch tatsächlich ganz nett. Gar keine Frage. Aber manchmal nehmen sie ein bisschen was vorweg. Das wollen wir nicht. Aber ich fand's ganz nett und wollte euch das zeigen in der nächsten Aufnahme. Beziehungsweise, je nachdem, wie ich das mache, wie lange ich die Aufnahmen laufen lasse, werde ich dann noch den Entwicklerkommentar ausstellen. So, ja, also, wir haben hier unsere liebe Edna, wie wir sehen, in einer Gummizelle. Und die hat hier einen Hasen dabei. Guck mal, hier haben wir hier unser Inventar, das ist ganz schön. Und natürlich ist hier dieses wunderschöne Häschen. Und mit dem wollen wir gleich mal reden. Hallo? Hallo, Edna. Was gibt's? Wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Okay, was kann man zu dem Spiel sagen? Also, es ist erstmal wie bei so ziemlich jedem Point-and-Click-Adventure. Es ist viel mit Ausprobiererei, Rumprobiererei, Rumklickerei. Und man muss dazu sagen, ja, man kann hier tatsächlich mit allem reden. Man kann sich alles anschauen, hier den Tisch so zum Beispiel. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern.
Ich finde, Edna sieht doch so ein bisschen irre schon aus, aber wir können ja mal mit dem Tisch reden. Stehen bleiben, Tisch! Brav. Hm? Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Ich frag mich gerade, was so ein bisschen der Sinn einer Gummizelle ist, wo ja möglichst wenig Sachen sein sollen, mit denen man sich verletzen kann. Und dann stellt man einen Stuhl und einen Tisch offensichtlich aus Metall hier rein. Du bist ein fauler Nichtsnutzstuhl. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Rammschweine aus dem Möbeldiscount. Super. Nehmen wir uns doch mal das Stuhlbein gleich. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Ich habe das Bein abgeschraubt. Randale! Yippie! Ich liebe ihn. Harvey ist so schön, der will immer alles kaputt machen. Erkenne meine Überlegenheit, demontiertes Krüppelmöbel. Mal gucken, vielleicht können wir uns ja hier einfach aus der Tür rausreden. Schauen wir mal. Ist verschlossen. Was hast du erwartet? Jo. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Natürlich nicht. Hey, hallo. Mach nicht so einen Lärm da drin. Doch. Was willst du? Ja, was wollen wir denn? Fangen wir einfach mal nett an. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Was für ein Idiot. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Eine Klimaanlage in der Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Ja, ehrlich gesagt schon. Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Fragt man sich tatsächlich, wer da was ist. So, dann soll er uns doch mal die Klimaanlage anstellen. Mir ist so warm. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. So ein Idiot. Ach, gehen wir doch einfach mal alles Wer durch. Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Wie nett. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Na, das scheinen ja tolle Behandlungen zu sein, wenn man alles vergisst. Ich bin nicht verrückt. Genau. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey steht mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Ja, genau. Also ist doch klar, ich bin nicht verrückt, mein Stoffhase Harvey stimmt mir zu. Genau. Lass mich raus! Das ist ein Notfall! Oh, wirklich? Was könnte man... Mir ist ein wenig schwindelig. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Oh ja, bitte! Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Okay, also wir müssen irgendwie ihn dazu kriegen, aufzustehen. Uns ist heiß. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Ich muss mal. Ah,
Der gute alte Ich-muss-mal-auf-die-Toilette-Trick. Kann ja auch ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Wieso nicht? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja. Sehr gut. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Okay, was hatten wir schon? Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Also ich habe den Typ zwar nicht gesehen, aber irgendwie mag ich diesen Typen nicht. Oh, ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Vielleicht kriegen wir es ja hin, wenn wir ihm so ein bisschen Honig um die Nase schmieren. Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Beim Türaufpassen. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Oh. Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in einer Mannschaft oder so? Oh. Ich spiele Golf. Minigolf. Minigolf macht Spaß. Okay. Also, ich will das jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Man könnte natürlich alles ausprobieren. Aber wir sind einfach mal so frech und schmieren ihm weiter Honig ums Maul. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann sehr kannst schön. Du dich ein wenig abkühlen. So. Dann haben wir unser Inventar. Wir müssen, ihr ahnt das schon, wir müssen natürlich irgendwie diese Polster kaputt machen, um die Klimaanlage zu finden. Und da kommt dieses wunderschöne Stuhlbein. Nee, Quere, aber da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht mit dem Stuhlbein geredet. Weil, ich habe schon gesagt, man kann hier tatsächlich mit allem und jedem reden. Deswegen möchte ich zumindest mit unserem Inventar komplett reden. Wenn ihr natürlich wollt, dass ich mit allem rede, dann schreibt es in die Kommentare. Dann rede ich wirklich mit allem. Das ist mein neuer Freund, Stuhlfried Stuhlbein. Sag hallo, Stuhlfried. Er ist schüchtern. So, was machen wir jetzt mit Stuhlfried? Mit dem wollen wir jetzt die Tür aufbrechen. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Okay. Das Stuhlbein ist immer noch heile. Wie sieht's mit dem Gitter aus? Mal sehen. Wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme und dann mit etwas Hebelwirkung... Oha! Ich habe es kaputt gemacht. Ja. Sag hallo, Stuhlfried. Hallo? Sag doch was. Oh, oh nein. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. So, dann nehmen wir mal den kaputten Stuhlfried und... Schön. Alles kaputt machen. Ja. Na? Ach so, da ist gar kein Polster, das ich anwählen kann. Das war's rausgerieselt. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Interessant. Dann reden wir doch erstmal mit diesem Echo.
Hinter diesem Polster scheint ein Hohlraum zu sein. So, dann benutzen wir vielleicht einfach nochmal Stuhlbein mit dem luftigen Spalt. Aha! So, sehr schön. Schauen wir uns mal das Lüftungsgitter an. Okay, wir haben hier Schrauben. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Erstmal reden wir mit der Schraube. Yo, Schraube! Jo, mich nicht an, du Subjekt. Hey, Schraube, bleib mal locker. Kann ich auch mit dem Ventilator reden? Hallo, kleiner Ventilator. Möchtest du eine Banane? Ich habe leider keine Banane für dich. Oh, armer kleiner Ventilator. So, aber Harvey hat irgendwas gesagt. Reden wir doch Hallo, mal mit dem. Hallo, Edna. Was gibt's? So, genau das. Was meintest du mit diesem Damals-Quatsch? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Oh, mit brennenden Kettensägen jonglieren. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Oh. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Tempomorphen, okay. Dann nehmen wir doch mal Harvey und dann zeigen wir ihm eine Schraube. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, machen wir mal. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Was auch immer tempomorphe ist. Wie du willst, halte dich fest. It's magic. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder... Alfred Marcel. Oh. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Okay. Okay. Also, Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später nutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildrand ablegen. Okay. Dann nehmen wir mal das Feuerholz, die Hake, den Ofen, mit dem können wir reden. Hier das Fenster, Laden, Karton, Glas. Tür, können wir die auch? Nee. Öl. Aber die scheinen nicht wichtig zu sein, weil die hier tatsächlich so farblos sind. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. So, testen wir das mal. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti.
Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Ja, schöner Geruch muss das sein. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. So, fangen wir mal hier an, Feuerholz. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Okay. Machen wir gleich. Ich will aber noch den Ofen und das Fenster. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Okay, dann tauschen wir mal zu Edna. Dann benutzen wir mal die Hake. Wie? Oder so. Und jetzt benutzen wir die Hake mit dem Fenster. Yay! Hey Harvey, wo ist denn jetzt meine tolle Fähigkeit, Schrauben zu öffnen? Ich arbeite noch dran. Okay, gucken wir mal jetzt, Harvey. Geh zu Fenster, klappt das? Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. So, sehr schön. Was können wir uns denn hier anschauen? Die Hintertür nehmen wir mal mit. Die Regentonne. Oh, die Sonne. Nachbarn. Wir müssen ja alles mit Edna besprechen, ne? Oh, da sitzt ja wer. Der Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts... Hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Gut, was haben wir denn hier so? Wir haben hier eine Zeitung. Oh, Halli. Aha. Okay. Also, im Nanosilbenlabor des Hermann-Löns-Instituts für angewandte Sprachwissenschaften gelang es Forschern aus dem Fachbereich Chaosphonetik, drei neue Reimpaare im Satzteilbeschleuniger zu isolieren. Künftig wird sich also auch die Endsilbe eng auf Ittel reimen, Ussel auf Egel und Isel auf Oggen. Okay. So. Ja. Mysteriös. Linkshänder mit Rechtshänderschere erstochen? Okay. Achso, ha, guck mal, hier können wir hier Zeitungsartikel nehmen. Ah. Okay. Gut. Alfred, bäh. Der noch was? Nee. Ah, hier, den Papa nehmen wir noch mit. Und ich glaube, das war's auch schon. Oh, gehen wir mal zurück zu Edna. Mal gucken, ob uns das was bringt. Machen wir mal alles der Reihe nach. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Manu. Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Ja, wie soll ein Hase aus Frotti das machen? Er hat ja noch nicht einmal Daumen. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Man könnte jetzt natürlich auch darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, ein Kind zur Strafe in den Keller zu sperren. Ich wage zu behaupten, dass das vielleicht nicht die allerbeste Methode ist. Aber okay. Vielleicht sollten wir die Nachbarn um Hilfe bitten. Die sind sicher auf Mattis Seite. Außerdem, wie stellst du dir das vor? Willst du zu ihnen rüberlaufen und klingeln? Ach ja. Wäre auf jeden Fall lustig. Voll schlecht. So, Zeitungsartikel. Wir machen jetzt mal aber in der richtigen Reihenfolge. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Okay. Rat mal was.
Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels kam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Okay, das behalten wir im Hinterkopf, aber ich möchte hier die anderen Sachen noch hören. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. So, jetzt möchte ich mal wissen, was sie zu Alfred sagt. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul! Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los! Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel. Okay, das ist jetzt nur eine Wiederholung. Und es kommt sogar noch dick, beide haben es... Das kann nicht mein Vater... Da ist doch was Okay. Gut, ich hoffe, das ist okay, dass ich das übersprungen habe, weil es war einfach derselbe Dialog. Aber Edna hat sich die Zehennägel abgeknabbert. Vielleicht kriegen wir damit ja die Tür auf. Guck mal, hier sind Schrauben. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann es kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, stopp, noch nicht zurück. Ja. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Okay, ja, also ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das auch schafft mit abgebissenen Fußnägeln, euer so Schrauben zu lösen. Das wäre interessant zu wissen. Also wenn ihr es ausprobiert, ob ihr mit abgebissenen Fußnägeln Schrauben lösen könnt, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Sagt er was Neues? Oh, Herr der Rotation! Wirst du mich passieren lassen? Ein Stück. Unwahrscheinlich. Okay, wir müssen den Ventilator wieder ausstellen. Dann reden wir doch mit unserem Lieblingswächter. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Ach, nö. Gut, wiederhole ich uns mal. Ich würde gerne noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Also, wir haben uns vorhin bei ihm eingeschleimt, damit er die Klimaanlage anmacht. Vielleicht können wir ihn ja jetzt durch Beleidigungen dazu bewegen, die Klimaanlage auszuschalten. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Ein what? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll
Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Okay. Scheint ja wirklich ein leidenschaftlicher Minigolfer zu sein. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Mhm. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Okay, wir schmieren doch Klingt ein bisschen. Irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Nee. Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Früher ist man da auf Dosen rumgehüpft, glaube ich. Ups, da kam hier eine Meldung hoch. Ihr seht, ich habe die mal geschwärzt, weil ihr müsst ja nicht wissen, wer meine Kontakte sind. So. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? Genau! So etwas Gemeines. Hihi. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Na, endlich. Geht doch. So. Dann reden wir nochmal mit dem netten Ventilator. Aus dem Weg, störender Rotationskörper. Wir kommen noch nicht vorbei. Vielleicht können wir ihn ja einfach abnehmen. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Ja, dann mach Hilf das. Hilf mal mit, Harvey. Und... Ja! Yay! Gut. Dann, hallo? Okay. So, dann würde ich sagen, wir sind jetzt erstmal grob aus unserer Gummizelle entkommen. Machen hier einen kleinen Break und schauen uns in der nächsten Folge an, wie es hier in diesem wunderschönen Lüftungsschacht weitergeht. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ja, wie auch bei den anderen Videos. Liken, kommentieren, abonnieren. Heinrich freut sich drüber und ich mich natürlich auch. Macht's gut!